Guten Tag. Nichtsdestotrotz ich habe Sie nicht gesehen, frage ich mich hier erstmal durch. Nun, dass man dir vertrauen kann. Folge mir. Ich weiß, wie man zum Astronomen gelangen kann. Genau. Wir folgen ihm einfach mal. La 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 la. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Gleiche Stelle wie zu Ende des letzten Videos. Wir bewegen uns auch direkt weiter. Und versuchen hier mal so ein bisschen in die Kontakte zu kommen. Ich suche eine. Bedauere, ich habe Ihr Trio nicht gesehen. Ja, versuchen uns hier mal ein kleines bisschen Überblick zu verschaffen. Beziehungsweise herauszufinden, ob denn irgendjemand unsere Freundin irgendwo gesehen hat mit den Klonen, die sie eskortieren. Da oben ist es jetzt wahrscheinlich sehr schlecht, lang zu laufen. Ja, das sehen wir. Deswegen gehen wir mal hier lang. Können wir wieder ein bisschen reinzoomen. Ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, das hier ist die normale Zoom-Stufe im Spiel. Also im Original. Wieder ein Herz. Ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt wieder voll hätten. Geld ist besser. Ja, der Typ da, der einen Steckbrief von mir da rumhängen hat, der möchte gern 30 haben, damit er vergisst, dass ich existiere. Was ist denn das jetzt hier? Jetzt komme ich hier nicht durch. Ja, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ich kann jetzt probieren. Das werde ich auch. Nee, ich will nicht springen. Ich will nicht springen. Ich will eigentlich den versuchen, den Soldaten da unten. Ja, zu erwischen geht nicht. Ist nicht. Ich sollte also irgendwie versuchen. Kann ich hier irgendwas verschieben vielleicht? Vielleicht ist es das. Aber dass ich hier nicht lang kann, das ist mir schon ein kleines bisschen blöd, finde ich das. Jetzt können wir mal gucken, ob wir den Soldaten da fertig machen können. Dann wären wir zumindest mal einen los. Der müsste allerdings mal zurückkommen, jawohl. Nee, also ist jetzt nicht die super Sache hier. Ja, wir müssen jetzt irgendwas tun, um hier weiterzukommen, ne? Fahrkarte für die Fähre kann ich da oben kaufen, wo wir jetzt gerade eben waren, wie gesagt. Für 30 Caches. Wollen wir ja nun nicht unbedingt, das ist ein bisschen arg teuer. Und irgendwie müssen wir hier auf dieser Insel noch was tun. Ja, wir wissen jetzt Informationen aus der Bibliothek. Da ist jemand mit dem Wasser nicht ganz zufrieden. Das heißt, wir müssten jetzt versuchen, irgendwie zu schauen, ob wir hier vielleicht ja, wir gar nicht so viel Magic eigentlich verbrauchen. Was ich aber will, ist hier schnellstmöglich durch. Oh, man sieht aber, Friendly Fire ist möglich. In Ordnung, ist alles gut. Ist alles gut, Freunde. Also es ist, ja, nicht ganz leicht. Hi, nein. Das geht ja gar nicht hier. Meine lieben Leute, meine lieben Freunde. Also Leute. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Jetzt habe ich ja gar kein Kleeblatt mehr. Also ich muss dringendst wieder Kleeblätter finden. Ja, also es bringt mich hier nicht weiter. Weiß nicht, ob ich den da... Den habe ich vorher schon probiert im letzten Video. Der geht irgendwie nicht weg. Ich muss hier auf jeden Fall irgendwie ja weiterkommen, ne? Ich probiere nochmal. Jetzt aber. Wenigstens etwas. Jetzt muss er sich natürlich auch bewegen hier, der Twinsen. Das wäre super.
Ich habe nämlich den Eindruck, ich könnte da an Infos kommen von den Gefangenen da. Oje, 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 oje. Also stellt sich alles andere als leicht dar hier, ne? Ich glaube, mit der jetzigen Magiestufe kann ich auch noch nichts gegen die Fahrzeuge ausrichten. Gegen die Soldaten schon. Aber nicht gegen die Fahrzeuge. Ich gehe jetzt mal einfach hier vorbei. Okay, hat gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn hier. Ich komme überhaupt nicht. Ich komme nicht voran. Och, du Heilige. Jesus Gott. Alles klar. Ist halt so. Game over. Jetzt müssen wir leider warten, bis das Game over Zeichen da uns quasi ins Gesicht springt. Ja. Ich werde das größtenteils aber ungeschnitten lassen, weil wir sind ja relativ zügig wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich hinwollen. Aber der Speicherpunkt hier ist schon mal gar nicht schlecht. Ich muss jetzt nur noch... Also ich weiß schon, wo ich hin muss. Okay, 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 okay. Ja, läuft. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Also... Also gut. Ja, sogar dieser hätte sich jetzt meiner noch angenommen. Ja. Wieder warten, bis das Game-Over-Zeichen da ist. Vielleicht schneide ich doch ein bisschen was. Vielleicht schneide ich doch ein bisschen was. Schauen wir mal. Bringt ja nichts. Also, nochmal hier. Aber wenn ich jetzt natürlich anfange, im Minutentakt zu sterben, muss ich vielleicht die Taktik nochmal überdenken. Das wäre natürlich ein wichtiger Punkt. Dr. Van Frock. Zugang streng verboten. Hauptquartier des Dr. Van Frock, ja. Gut zu wissen. Vielleicht gehe ich doch erstmal. Oder warte mal. So, jetzt erwischt mich hier nämlich keiner mehr. Genau dahin wollte ich nämlich auch. So, und Sie? Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Ich ja? kann nichts für dich tun. Außer vielleicht bei dem Risiko, dass du eingegangen bist, kann ich dir vertrauen. Ich bin auf dieser Insel festgenommen worden. Aber zuvor habe ich meinem Bruder, der auf der Insel Proxima wohnt, eine falsche rote Karte anvertraut. Wenn du ihm Amos sagst, gibt er sie dir. Unser Haus wird nun auf deinem Holomap angegeben. Okay, das ist ja schon mal ein gar winziger Fortschritt, nennen wir es mal. Allerdings, wenn es blöd läuft... Guten Tag. Nein. Ich... Guten Tag. Ich suche eine... Kann ich gehen? Okay, super. So, treffe ich irgendjemanden hier? Nee. Also ich habe zumindest mal eine falsche rote Karte. Wenn ich jetzt natürlich sterbe... Okay. So, wenigstens etwas. So, da sehen wir auch ein paar Minen. Sei es drum. Ja, da ist eine Selbstschussanlage, die haben wir bereits gesehen. Also, wir müssen auf die Insel Proxima. Oder sollten eventuell auf die Insel Proxima. Was mich hier jetzt allerdings noch interessieren würde, wäre, wie komme ich, beziehungsweise komme ich überhaupt irgendwie in die Kanalisation, um das Wasser aufzubessern? Oder muss ich eventuell später nochmal herkommen und dann das Wasser aufbessern? Ich werde jetzt hier nebenan auf diesem Tempelgelände, nenne ich es jetzt einfach mal, nochmal probieren, ob ich eventuell vielleicht irgendwo noch so einen Weg finde, den man vorher nicht gesehen hat. Zum einen und zum anderen, ob vielleicht
ich hier die Klone aus dem Weg räumen kann. Aktuell nicht. Ja, also. Ich versuche trotzdem mal irgendwie hier lang zu kommen. Irgendwo hin. Yes, ist gut. Das ist ja alles nicht mehr schön. Vor allem, dass es drei jetzt sind, ne? Und es haut natürlich auch Magie weg, ne? Wenn ich versuche, die über Ecken irgendwie zu erwischen, das geht leider auch nicht so wirklich. Ich muss auf jeden Fall da an dieses Siegel ran von Sendel. Sei es jetzt oder sei es später, aber irgendwie muss ich da ran. Der ist zum Beispiel unkaputtbar, sogar der Kollege da. Also ihr seht, hier geht's mordsmäßig ab. Ich will gar... Oh. Okay, ja, also es läuft denkbar schlecht. So. Also, meine lieben Freunde. So ulkig das jetzt klingen möge. Ich versuche hier jetzt im Endeffekt einfach mal um die ganze Konfliktsituation hier rumzukommen. Schnell das Siegel anzuschauen. Ja, nichts machbar da. Okay. Dann können wir das ja schon mal abhaken. Vorerst. Aber irgendwann ist hier was. Irgendwann ist hier was. Das weiß ich. Wäre auch Quatsch, wenn dann da das Siegel wäre und ich da einfach nichts machen könnte. So. Jetzt schauen wir nochmal weiter. Jetzt sollten wir natürlich, haben wir ja vorher schon festgestellt, mal in die Stadt, da wo sich der Widerstand so ein kleines bisschen rumtummelt. Und da sollten wir einen Klon niedermachen. Was ja grundsätzlich jetzt auch mal gar nicht so schwer ist. Ja? Bis das passiert ist, werden hier alle mehr oder weniger uns misstrauen. Deswegen erledige ich das jetzt sofort. Ja, ja. Ja, und es gestaltet sich alles andere als leicht, diesen zu treffen. Denn der soll uns ja im Endeffekt auch nicht sehen. Denkbar schlechte Plätze hier zum Zielen. Oh je, Moment. So. Haben wir wenigstens mal das erledigt. So, und wir haben sogar noch einige Minuten Zeit in diesem Video, können also quasi von unserer neu gewonnenen... Guten Tag. Oder von unserem neu gewonnenen Vertrauen hier. Aber falls du Probleme hast, solltest du zum Astronomen gehen. Dessen Haus steht unter Bewachung, ganz oben in der Altstadt. Genau, das wird da oben sein, wo der Tico steht, ne? Ja, also jetzt haben wir hier unser neu gewonnenes Vertrauen von der Bevölkerung. Das heißt, wir können uns jetzt hier auch ein bisschen durchfragen. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung. Frage ist jetzt, haben wir jetzt überall Zutritt hier so ohne weiteres? Ich denke nicht. Ich höre auch merkwürdige Geräusche. Egal, wir müssen zum Astronomen. Guten Tag. Nichtsdestotrotz ich habe sie nicht gesehen, frage ich mich hier erstmal durch. Dass man dir vertrauen kann. Folge mir.
Ich weiß, wie man zum Astronomen gelangen kann. Genau. Wir folgen ihm einfach mal. La 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 la. Schnellen Schrittes ist er unterwegs, der Kamerad. Lass doch mal hier gut sein. Da ist jemand. Hallo. Mein guter Schlosser, er wird dir das Tor öffnen, das nicht bewacht wird. Folge mir. So, jetzt hat mich der eine hingeführt, damit der andere wieder mit mir zurückläuft. Aber ist ja in Ordnung. Wir sind jetzt Teil des Widerstandes. Ja, da hatte ich es doch gerade eben schon probiert. Soll ich da rein? Okay. Hallo. Meinen Cousin zu besuchen, stelle ich dich vor das Waschbecken und wasche dir die Hände. Hände waschen, ganz wichtig, ja, in einer Pandemie. Also wir, die jetzt hier nicht, aber trotzdem ist Händewaschen immer gut. Dass wir die Pflanze looten, genau, da gibt's Magic. Magic ist aus, so ziemlich. Und auch hier betreiben wir noch ein bisschen Raubrittertum. Herzen sind gerade wieder sehr wichtig und Kleeblätter sollten dringendst irgendwie. Die sind ja doch sehr hilfreich, haben wir festgestellt, ne? So, da geht jetzt das Bild da hinten weg, wenn wir uns die Hände gewaschen haben. Die 30-Sekunden-Regel, die haben wir jetzt einfach mal missachtet. Hallo? Ganz überrascht, dass dann Fass so als Geheimgang quasi funktioniert. Wenn du den Durchgang schon kennst, kann ich dir das unbewachte Tor öffnen. Geh vor. Okay. Darf ich dich vorher berauben? Hallo? Moment. Lass mich kurz an die Kasse gehen. Ist ja lieb gemeint. Du Dieb, die Hände weg von meiner Kass. Die Hände weg von meiner Kass. Okay, ich mache ja nichts. Ist ja gut. Wenigstens ruft er nicht gleich die Polizei. So. Es läuft allerdings der Hasi-Klon hier draußen wieder rum, den wir ja vorher erledigt hatten. Schlüssel gibt er uns. Das heißt, wir kommen jetzt da oben rein. Das ist schon mal gut. Jawohl. Schlüssel wieder weg. Also ich glaube, in die Situation, dass wir mal mehrere Schlüssel haben werden, werden wir nicht kommen. Annonce Nummer 358. Okay. Okay, da oben ist wieder so ein Deko. Hier ist eine Funfrock-Statue ohne Sockel. Na? Also da wird wahrscheinlich das Zeichen Sendels drauf sein. Was haben wir denn hier? Geht's da rein? Jawohl. Boah, kann ich mal ein bisschen einkaufen gehen, glaube ich. Oh ja. Hallo. Das ist... lieber Kunde. Ich habe keinen Kirschsirup mehr. Aber auf der Zitadelleninsel ist eine Apotheke geöffnet. Stellen Sie sich vor den Artikel Ihrer Wahl. Okay. Also den Sirup haben wir schon. Den haben wir uns ja schon gleich am Anfang direkt geholt. Der Pinguin ist geil. Den habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Hier ist ein Pinguin. Ein Mega-Pinguin kostet 3 Taschen. Ja. Du besitzt einen Mecha-Pinguin. Die sind zur Ablenkung da gegen später und die, ich weiß gar nicht, explodieren die auch in der Nähe eines Klons? Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, sie lenken hauptsächlich ab. 15 Lebenspulverherzen kosten 30 Kasche. Kauf ich. So, haben wir nämlich wieder gut Energie. Was haben wir, das Grüne da? 15 Lebenspulverherzen kosten 30 Kasche. Das interessiert mich nicht. Ja, ich glaube, das war es dann auch an der Stelle. Wir schauen hier noch nach dem blauen Pulver. 10 Fläschchen magischen Pulvers kostet 30 Kasche. Kauf ich. Ist okay. Dann haben wir nämlich wieder voll. Jetzt sind wir zwar ziemlich pleite, aber fast zumindest. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Ja, nach wie vor müssen wir in die Kanalisation auch auf dieser Insel, um dem Bibliotheksangestellten, da ich gehe mal davon aus, dass er Angestellter ist, wenn er uns das Geheimarchiv öffnen kann, dem noch das Wasser aufbereiten, dass dem das wieder schmeckt. Woraufhin er uns... Nein, ich will schon raus. Woraufhin er uns das Geheimarchiv öffnen wird und da wollen wir, glaube ich, sehr gerne hin.
Und Sie sind? Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei... Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht einmal gesehen. Sind Sie nicht auch auf der Zitadelleninsel in der Bar? Ich kann dir helfen, Super-Dico loszuwerden. Folge mir, aber warte, bis er sich von den Stufen entfernt, bevor du weitergehst. Ach so, Super-Dico ist da drüben, ja, ne? Ja, hilf mir mal. Erklär mir das mal. Wie machst denn du das? Oh, wir sind auch schon eigentlich am Ende der Videolänge. Oder am Ende des Videos von der Länge her. Aber gut, wird es halt mal 2 Minuten länger. Zeit vergeht ruckzuck hier. So, zoomen wir mal ein bisschen raus, dann können wir sehen, was da abgeht. Vorsichtshalber auch mal verstecken. Moment, wir zoomen mal ein bisschen weiter ran, dass man da oben auch sieht, was abgeht. Er mag jetzt was Bestimmtes angeboten bekommen haben. Ich möchte es mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt. Aber weiter geht's hier. Ich muss hier rausspringen. Ich komme sonst nicht weg. Jetzt hänge ich da fest. Nee, oder? Doch. Nee. Gut. Also. Da ist ein Soldat. Das ist nicht so dolle. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Da ist sowieso die Tür zugespachtelt. Von dem her ist es wahrscheinlich gar nicht so nötig, dahin zu gehen. Wir wollen ja auch zum Haus des Astrologen, Astronomen, weiß nicht genau. Auf jeden Fall soll das ja ganz oben in der Altstadt sein. Beziehungsweise es ist wahrscheinlich zugedattelt von außen, genau, und man kommt nur über den Kamin hinein. Das machen wir aber im nächsten Video, denn sonst wird es ein bisschen zu lang. Ich will es ja bei einer angenehmen, schaubaren Videolänge halten. Dann betreten wir diesen Schacht im nächsten Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr das Spiel vielleicht aus eurer Kindheit kennt oder auch eben noch gar nicht kennt, gerne im Kommentarbereich, können wir darüber diskutieren. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.